Na toll. Blöde Katze. Oh, 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 ich weiß, dass ich für dich so aussehe, aber ich bin keine Schlange. Ich kenne die YouTube-Videos, in denen Katzen sich vor Gurken erschrecken, weil sie denken, es wären Schlangen. Aber ich bin keine Schlange, ich bin eine Gurke, ich bin eine Gurke. Oh, 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 oh. Oh Mist, die Sonne brennt. Okay, komm schon, so will ich nicht abtreten. Das ist die Mega-Genie-Version von auf dem Klo sterben. So heiß ist das Ende. Gott sei Dank, Wasser. Oh nein, zu viel Wasser. Oh, mach doch mal halblang da oben. Oh Gott, ich muss eine Vierteldrehung machen, Vierteldrehung. Oh, Scheiße. Komm schon, so ist gut. Hol dir den leckeren Gurkensaft. Hörst du, du kleiner Wichser? Zählt das überhaupt noch als Familientherapie, wenn Dad und Grandpa nicht dabei sind? Ja, und warum zeigt man Courage, wenn man Hotdogs isst? Hört zu, es ist nicht Ihre Schuld, dass wir hier sitzen. Die Familientherapie ist Auflage eures Direktors. Und weder ich noch euer Dad oder euer Grandpa haben Lack im Kunstunterricht geschnüffelt und in Geschichte in die Hose gepinkelt. Oh, die Smith-Familie nur ohne Dad. Seid ihr auch bei Dr. Wong in Behandlung? Vorübergehend auf Anweisung der Schulleitung. Ich auch. Seit wann esst ihr denn alle Fäkalien? Wir haben noch nie Fäkalien gegessen. Ich auch nicht. Sagt mal, habt ihr eine Ahnung, wo meine Familie ist? Familie Smith, ich bin Dr. Wong. Kommt doch rein. Sollte nicht auch euer Großvater an der Sitzung teilnehmen? Er ist leider in ein Experiment vertieft. Er ist Wissenschaftler. Also ein Echter. Er befasst sich mit Galaxien und so ein Zeug. Seine Arbeit ist sehr... Er hat sich in eine Gurke verwandelt. Morty, ich unterhalte mich. Tut mir leid, das ist wohl eine gute Überleitung zu unseren zwei kleinen Disziplinproblemen hier. Verwandelt sich der Großvater denn öfter in eine Gurke? Was? Nein, ich... Was für eine Frage ist das denn? Eine Frage, die Sie in keinster Weise angreifen oder verletzen sollte. Ach, Herrgott, so eine ist das. Nein, mein Vater hat sich noch nie zuvor in eine Gurke verwandelt. Er ist unberechenbar und exzentrisch. Wie die ganze Familie. Apropos. Okay, um die ganze Familie mit einzubeziehen, stelle ich nun folgende Frage. Aus welchem Grund hat sich euer Grandpa in eine Gurke verwandelt? Oh. Ah. Ich weiß, das ist dein Revier und nicht meins. Und je schneller ich hier rauskomme, desto früher kann ich wieder große Haufen kacken, die du dann in dich reinschaufeln kannst. Was für eine zappelige Ratte. Könntest du noch etwas mehr zappeln? Vielleicht nach rechts? Ja, ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Mega, mega, mega. Wow, wow, wow. Ist das ein Freund von euch? Bleibt cool, er ist bei seiner Lieblingsbeschäftigung gestorben. Der dumme, verfickte Ratte sein. So.